Und ja, so viel zu dem Thema, dass der Auerochse auf allen Vieren läuft. Der Auerochse läuft auf zwei Beinen und hat eine fette Axt. Viel zu fette Axt. So, jetzt aber. Das verbrannte Buch des Rechts. Öffnen. You open Wotica's book, but the goddess does not appear. You stand alone in a void of ashes and drifting embers. Du öffnest Wotikas Buch, doch die Göttin erscheint nicht. Du stehst allein in einer endlosen Weite aus Asche und fliegenden Funken. Tja, hätten wir es gleich öffnen sollen. You open Wotica's book. Egal. Vielleicht hatte sie uns auch einfach nichts mehr zu sagen. Oder muss ich auf dem offenen Meer sein? Ich würde jetzt erstmal gerne auf mein Schiff wiederkommen. Danke. You open Wotica's book. Gut, Wotica ist nicht da, hat mir nichts zu sagen. Auch gut. So, Kopfgelder abgeben. Messing-Zitadelle. Valianische Handelsgesellschaft, Refugium des Hebers. Also geht's erst nach Stauholz. Und ja, die drei Orte, die ich meinte, waren einmal hier, die Düsterwasserlagune. Dann natürlich hier oben irgendwo, genau, die Kristallwüste. Und zu guter Letzt, war es hier oder hier oben? Ja, genau, die salzige Grotte. Das sind die drei bösen Orte. Die habe ich auch hier hingeschrieben. Ja. Mannschaft. Köchin Kononen. Ach, das Ding kann ich, glaube ich, kann ich das ganz löschen? Na, ich kann es nur leer machen, aber löschen kann ich es nicht. Nur neu erstellen, okay. Lehrer ist egal, Händler. Ja. Also auf nach nicht Krummsporn, sondern Stauholz wollen wir. Hä? Ah, ich kann auch einfach sagen, fahr mich nach Stauholz. Genau. Der will es unbedingt wissen. Oh, er ist gerade eine gute Mannschaft. Er hält sich für stärker als wir, das ist er aber leider nicht.
Wir fressen den jetzt mal mit Haut und Haaren. Das gibt einen Moralboost, gibt uns noch mehr Zeug, was wir verkaufen können. Und wir sehen mal was anderes aus Schnee und Eis. Nachdem wir jetzt ein paar Aufnahmesessions nur mit der Bestie des Winters beschäftigt waren. Er hat vielleicht das größere Schiff. Aber ich habe immer noch die besseren Leute. Wow, da oben geht schon mal viel kaputt. Es ist cool, einen Barbaren zu haben. Also da hauen gerade alle rein. Der Prinzipienkämpfer da, der hält schon ein bisschen was aus. Hat ausgehalten. Moral, Erfahrung, Kalkim hat einen Rang erhalten, Luca hat eine Stufe erhalten. Triumph der Firgis, Flagge der Bastarde der Schwarzen Insel. Ja, die Moral ist voll. Eine eindeutige Keule. Eine gelbe. Auch gut. Logbuch. Kapitäns Logbuch. Die wiegende Hure. Ich sagte der Mannschaft, dass wir von nun an die Bastarde der Schwarzen Insel Freibeuter nennen müssen, da wir unter ihnen einen Wohltäter haben, der unsere Rumpfreparaturen bezahlte, unsere Vorratskammer und unsere Schatzkisten füllte. Er war ein Fürst aus entfernten Ufern, sagte ich ihn. Durch und durch ein Bastard. Ja. Nehmen wir einfach mal mit. So. Das heißt, jetzt geht's weiter nach Stauholz. Minus 1 Moral durch Wasser. Nicht den ganzen Reis, bitte. So. Trollstichsegel. Was haben wir denn so an Zeug? Ach, nur das Segel bis jetzt. Da haben wir Kanonen. Ja, okay. Weiter segeln.
Ah ja, so ein Kampf ist doch immer recht hilfreich. Jetzt bist du maximaler Bootsmann. Alle anderen scheinen auch jetzt gemaxt zu sein. Oh, wir haben noch immer Kupferkopf mit dabei. Den können wir dann in Nekataka. Oh, hier war sogar ein Fitzel, was ich noch nicht ganz erkundet hatte. Fischerdorf. Ach, gehen wir mal bei dem Fischerdorf an Land und gucken mal nach Vorräten. Gerade essen. Vielleicht haben sie auch noch was zu trinken. Ein paar Silberflossen und ein bisschen Schleimaal, das nehme ich immer gerne. Die Insel haben wir erkundet und geplündert. Und Stauholz. Ja, bevor wir da anlegen, organisieren wir mal unsere Gruppe. Wen nehme ich denn mit? Xoti. Na komm, Maya und Alof. Maya hat die nämlich auch schon lange nicht mehr in der Gruppe. Tikeo eigentlich und Tikeo und Seraphin eigentlich auch nicht. Okay, dann nehme ich statt Maya Seraphin mit. Weil da kriegen sicherlich noch welche Level-Ups. So, Refugium des Hebers, bitte. Das wollen wir kurz und knapp machen. Dann rüber zur Messing-Zitadelle. Okay, Seraphin hat Level-Ups. Gut. Mechanik, Tiefblick. Ah, hat Stufe 20 erreicht. Das ist schon die letzte Stufe. Spukketten. Verfolgt den Verstand des Ziels mit dieser Erinnerung an all diejenigen, die das Ziel verloren getötet hat. Lasse den Feind eines, den Angriff eines Verbündeten mit den Erinnerungen ihrer Seele wieder an. Dies gewährt den Verbündeten einen wesentlichen Durchschlafskraftbonus. Das klingt nicht schlecht. Oh, noch eine Waffe. Da kommt Stilettes. Certainly. Gut. So, bei dir. What's a good word, Scuttler? Was gibt's Neues, Versenker? Und Dieter klemmt die Pfeife zwischen ihre Zähne und grinst. Ich habe mich um Steinstamm Verona gekümmert. Knowing the Deathfire waters are short, a pirate hunter is worth 10 times its weight in fires. Zu wissen, dass ein Piratenjäger weniger in den Gewässern des Todesfeuers unterwegs ist, ist das Zehnfache seines Gewichts in Pires wert. Rosita hebt einen Sack Münzen hoch, der beinahe zu schwer für sie ist. Nachdem sie ihn dir übergeben hat, seufzt sie und richtet ihre Aufmerksamkeit wieder auf ihre Pfeife. Hate to say it, Scuttler, but I'm tapped out. My client's gone awfully quiet. So we're both better off sailing for the next horizon. Sag es ja nur ungern, Versenker, aber meine Quellen sind versiegt und meine Kunden ist es schrecklich. Ruhig geworden, also singen wir besser beide in neue Gewässer. Sie klemmt ihre Zweifel zwischen die Zähne und streckt ihre Hand aus. Ihre Hand schütteln. Ist mir eine Freude, mit dir zu arbeiten, Odita. So, das war damit die Kopfgeldjäger-Quest von Stauholz. Prinzipiell ist abgeschlossen. Das heißt, wir haben noch diese beiden Kopfgeldaufträge zum Abgeben und dann geht's endlich wieder mit der Main-Story weiter. Vorräte sollten wir allerdings kaufen.
Nehmen wir mal 150 Reis mit. Der rote Traum. Nicht wirklich. Troll, auch nicht wirklich. Rumpfbehandlung. Ja. Stahlanker. Da habe ich schon einen. Lebender Stahlanker.